Er war der große Zampano des Schweizer Films, Franz Schnieder. Seine Gotthelf-Verfilmungen lockten regelmäßig über 1 Million Menschen ins Kino und machten den Mann mit der Zipfelmütze zum erfolgreichsten Schweizer Filmregisseur. Schnieders erstes Werk? Gilberte de Courgenay. Der Inbegriff der geistigen Landesverteidigung. Damit traf er 1941 den Nerv der Zeit. Franz Schnieder wusste, wie man das große Publikum fängt. Gewaltige Massenszenen, brüchige Dialoge in Top-Besetzung. Ich verlange, dass der Glunker in gute Hand kommt. Und da bin ich der richtige Mann. Jetzt kommt es nicht besser. In Urli der Knecht schuf er das Liebespaar der 50er Jahre. Seine Action-Inszenierungen wurden als Wildwest im Emmental gerühmt. Und hier sollte das leidenschaftliche Leben des Regisseurs enden. In der psychiatrischen Klinik Münsingen, in der geschlossenen Station 27. Schnieders Leben und Werk. Keiner kennt es besser als der Dokumentarfilmer Christoph Kühn. Ich glaube schon, dass der Franz Schnieder eine große Portion Wahnsinn hatte. Und er hat das Filmen, das ist für ihn eine Leidenschaft und eine Besessenheit gewesen. Das ist ja nicht ein Job. Das war ja Liebe. Christoph Kühn drehte 1984 den Dokumentarfilm «Das Kino der Nation» über Franz Schnieder. Sie tun sich ja weh mit dem Klemmerli. Eben nicht. Ich versuche, ein Gefühl zu erwecken und kann ihn erwecken. Das zahlt er. Die Dramaturgie meiner Filme richtet sich ganz streng nach den Vorbildern von Gotthelf selber. Als Beispiel möchte Moral dienen. Sie stammt aus dem Alten Testament, ist hart und unerbittlich. Das Gute wird belohnt, das Böse wird bestraft. Doch der konservative Gotthelfer-Filmer hatte auch den Mut zu unbequemen, politisch heiklen Themen. 1943 griff er mit Wilder Urlaub das Tabu soldatischer Desertation auf. 1957 setzte er sich im Film Der 10. Mai kritisch mit dem Verhalten der Schweiz gegenüber Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg auseinander. Ja, also, hab ich im Moment nicht bei mir. Tja, aber irgendeine Legitimation werden Sie doch haben. Ja, ist zu dumm. Ich weiß nicht, wieso ich heute so gar nichts bei mir habe. Der Franz Schnieder ist, solange dass ich mit ihm geredet habe, privat, die Schweiz, die er erlebt hat, mir hat sehr können realistisch schildern von den Nazis, die in der Schweiz waren während dem Krieg, von den Fröndlern, was im Nachkriegszug war, wie wir mit den Ungarn umgesprungen sind, die in die Schweiz gekommen sind. Und sehr, sehr, mir sehr nöch, sehr links eigentlich. Und sobald dass es offiziell geworden ist, also das heisst, sobald wir gedreht haben, hat er sich wieder versteckt hinter dem mit dem Zöttelikäppeli, wo Heidi und Gotthelf immer dreht. Nichts, es hat keine Freundler gegeben, es hat nie, es ist, die Schweiz ist ein wunderbares Paradies. Kein Wunder. Der Ausflug zum gesellschaftskritischen Film wurde für Schnieder und seine Produktionsfirma ein finanzielles Desaster. Zur Firmensanierung hieß die Parole, zurück zu Gotthelfs heiler Welt. Sada. Das Kino erfasst und muss erfassen die gesamte Bevölkerung der Schweiz. Sonst sind die Filme in der Schweiz kein Erfolg. Auch dem muss man sich doch richten. Sie können doch den Leuten nicht eine homosexuelle Geschichte oder eine lesbische Geschichte vorlegen und annehmen, dass sie die Bauern reingehen. Den Film schauen, das ist ausgeschlossen. 1968 verfilmt er den Kinderbuchklassiker «Die 6 Kummerbuben». Nur, zur Zeit der Studentenunruhen war solch ein Werk nicht mehr ganz zeitgemäß. Schnieder wurde von den jungen, politisch engagierten Filmemachern als biedere Heimatfilmer abgekanzelt. Die Presse ist über mich hergefallen und hat mich verrissen wegen einem einzigen missratenen Film. Das ist unverschämt und frech bis zu den heutigen Tagen. Nach diesem Misserfolg dreht Schnieder nie mehr einen Film. Er zieht sich in sein 12-Zimmer-Elternhaus in Burgdorf zurück, verbittert und voller Groll, dass ihm niemand mehr Geld für seine Filmprojekte geben will. Dazu kommt, er lebt mit Rolls-Royce und teurer Kunst weit über seinen Verhältnissen. In seinen letzten paar Jahren war es ihm einfach völlig wurscht, ob er Geld hat oder nicht. Schließlich ist er der Franz Schnieder und er macht, was er will, wie vorher.
Schnieder schreibt seit Jahren akribisch an einem Drehbuch über das Leben von Heinrich Pestalozzi. 906 Einstellungen, jede versehen mit einer Skizze zu Bildinhalt und Kamerawinkel. Das Buch ist schon wieder eine Wiederaufnahme von dem, was er von seiner Sicht auf die Schweiz ganz, ganz, ganz bitter, kritisch, wirklich, das wäre ein sehr guter Film geworden, der wahrscheinlich auch im jungen Schweizer Film damals, wo gut gelandet wäre in dieser Zeit. Es soll nicht sein. Franz Schnieder verliert zunehmend den Bezug zur Realität, wird gewalttätig. Mit einer Pistole fordert er in einem Burgdorfer Ladenlokal Geld. Die Folge? Fürsorgerischer Freiheitsentzug. Einlieferung in die psychiatrische Klinik Münsingen. Hier schreibt er zornig weiter an seinem Pestalozzi-Drehbuch, besetzt das zweite Bett in seinem Zimmer mit Manuskripten, damit kein anderer Patient einziehen kann. Er schreibt wirre Appelle an die Welt, ihn aus der Klinik zu holen. Vergeblich. Er verletzt sich mit einem Messer und wird mit Medikamenten ruhig gestellt. Wenig später stirbt er, 82-jährig, an einer Lungenembolie. Ohne je wieder auf einem Set gewesen zu sein. Das ist die eigentliche Tragik von ihm, dass er etwa ab 57 einfach bei lebendigem Leib verbrannt ist. Franz Schnieder, vielleicht der größte Moralist des Schweizer Films. Einer, der an seiner großen Leidenschaft zerbrach.